Dass der Markt zuletzt ein bisschen nervös war, dass es für den DAX ganz ordentlich runterging, das ist jetzt kein großes Geheimnis. Die große Frage ist aber für viele Anleger im Moment, was tun bei solchen nervösen Märkten? Worauf kann man im Moment setzen oder sollte man sich im Moment komplett raushalten aus dem Markt? Darüber rede ich jetzt mit Orkan Kuyas, mit dem Facebook-Trader. Herr Kuyas, ich habe es gerade angesprochen, der Markt ist ja dann doch ein bisschen empfindlich im Moment, ein bisschen nervös. Es ging ja dann doch einige hundert Punkte runter im DAX zuletzt. Wo sehen Sie die Ursachen? Was glauben Sie, wo geht die Reise hin? Also die Ursachen sehe ich natürlich erstmal am amerikanischen Markt. Wir waren massiv überkauft im Dow Jones. Wir sind wochenlang nur gestiegen und haben dort eine Bekauftheit gehabt, die wir das letzte Mal 2007 und 2004 hatten. Die Berichtssaison hat gestartet. IBM zum Beispiel, ein Schwergewicht des Dow Jones, das hat sehr stark federn lassen. Das hat natürlich auch den ganzen Markt bei uns mit runtergezogen. Zusätzlich natürlich, jetzt im DAX fragen alle schon, wann gehen wir long? Ein paar Marken hatte ich schon genannt gehabt, 7,4 dieser Bereich könnte halten, hat ja gesagt, dass wir am 19. April bei 7,450 stehen. Wir hatten jetzt einen Verfall am Freitag, wir könnten jetzt demnächst eine gleiche Erholung sehen, aber ich denke, wir könnten nochmal auf die 7,4 oder 7,3 fallen. In dem Bereich könnte man sich mittelfristig long positionieren, maximal sich vielleicht eine 7,000, wir werden aber nochmal ein wenig eine Erholung nach oben haben. Jetzt für den amerikanischen Markt das Gleiche, also ich denke mal, jetzt ist dort ein bisschen eine Gegenkorrektur nach oben fällig, dass wir noch mal ein bisschen steigen sollten. Also ich würde jetzt ein bisschen mit irgendwelchen Shorts aufpassen. Aber wie gesagt, ich denke noch nicht, dass wir das Tief im DAX hatten. Ich denke, wir werden noch ein Stückchen tiefer gehen. Schauen wir mal aufs Gold, wenn wir schon gerade bei Tiefständen sind. Denn das Gold ist jetzt zwar nicht auf seinen Tiefständen, aber von seinen Höchstständen auch schon mal wieder ein ganzes Stück zurückgekommen. Dabei müsste man ja eigentlich denken, Krise ist ja gerade wieder neu aufgeflackert. Da braucht man doch eigentlich einen sicheren Hafen. Aber fürs Gold ging es ganz ordentlich runter. Wo sehen Sie hier jetzt die Ursache? Was ist auch hier Ihre Prognose? Geht es auch mal wieder aufwärts beim Gold? Also ich denke mal, dass dort eher größere Investmentfirmen vielleicht in der Schieflage waren. Und auch natürlich verschiedene andere Faktoren. Wir hatten einfach quasi eine Blase im Gold gehabt. Ja. Als man überall noch gehört hat, Gold, 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 es stieg immer weiter nach oben und alle zu bullisch waren, einmal eine Korrektur überfällig. Dass sie so hart und so scharf kommt, hätte ich natürlich jetzt nicht erwartet. Das Problem ist nur, jetzt müssen die Anleger aufpassen. Wir waren bei 13,20, 13,30, haben jetzt eine Erholung auf 14,20 gehabt. Wir könnten noch eine Erholung bis maximal 14,50 haben. Spätestens in diesem Bereich sollte man sich wieder mittelfristige Short-Positionen aufbauen, weil ich denke, dass Gold in Richtung 1200, 1250 sogar noch fallen könnte. Also ich wäre jetzt noch nicht so bullisch auf Gold, ich würde noch warten mit Gold. Also zwischen 1000, 1300, also dazwischen eher zu kaufen, aber jetzt nicht bei 1400, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir sehen nur eine Gegenkorrektur. Also beim Gold noch warten, was wäre jetzt generell Ihr Rat im Moment an Anleger? Wie können die sich im Moment positionieren? Sollten die sich im Moment eher so an der Seitenlinie aufhalten und mal abwarten, also für den Gesamtmarkt betreffen? Oder gibt es da schon durchaus Chancen, die man im Moment ergreifen könnte? Also einige Chancen, die man hat, ist erstmal mittelfristig immer noch den Euro-Yen zu shorten. Also auf fallende Kurse zu setzen, weil es einfach auch mittlerweile auch alle interveniert haben, hey, hört mal auf mit dem ganzen Verbilligen des Yens. Die zweite Sache ist eine VW-Aktie, die habe ich gestern beobachtet, ist in dem Bereich der 140, hat den guten Boden gefunden, hat jetzt seit 185 korrigiert und ein Stückchen höher. Wäre eventuell für die nächste Zeit interessant, für mindestens, ich sag mal, 10% auf steigende Kurse zu setzen. Und auch eine Apple-Aktie ist im Fokus. Nächste Woche Dienstag nachbörslich kommen ja die Zahlen von Apple und da sind wir natürlich gespannt drauf. Und ich denke, die 3,86 sollten eigentlich das Tief in der Apple sein. Also das ist im Moment so Ihr Rat an Anleger. Herr Kuyas, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Dankeschön. Ja, soweit der Facebook-Trader, wo im Moment Chancen liegen könnten, seiner Ansicht nach, für Anleger. Und das ganze Interview gibt es natürlich auch jederzeit nochmal unter www.derf.fm.